What's up, guys? Here is Coach Ayadi. Today I just want to share with you like a workout for our glute muscle. So glute muscle is very important muscle in our body. So if we have, most of people, they have like weak glutes, and then it will make like a problem in our we can get like hip pain and knee pain and back pain. So glute muscles is very important to train and to be sure that they are activated. That's why today I just chose like the best 10 exercises that I where we can like have a glute activation. So I will show to you, like, we have like two blocks, so five exercises each block. For each exercise we will do like 1 minute, and then we have 30 seconds a break, and then we'll repeat this twice. So the first part I will do it in German, and then the second part I will do it in English. So here, please just be sure that you are feeling like your glutes activated, because most of the exercises that people do, like if they have like strong hamstrings, so most of the time hamstrings are doing the work, but most people they like feel like cramps in their hamstrings, but they don't feel like glutes activated. So today I will give you like some hacks also how to feel your glutes activated, and then if you get this activation of your glutes, you will be like pain free. So you will not get like knee pain or hip pain or back pain. That's what we want. So we want always to train like smart, and then just be safe. Okay, so we will start with like a little bit warm up. So we will like mobilize our hip, we do like a hip mobility, and then we will start the exercises. Okay, so we just stay in this position here and just like make like bridging, and then just take it out here, just side, exhale, come down, and then on the other side here we will activate like our hip flexors, our glutes, our hamstrings. So as I said, the exercises today are not just leg exercises, but they are concentrated just on glutes activation. So we do like 6 or 7 times per side. So it's important. So yeah, just to mention that glutes is also for men also, not just women are working their glutes, their booty, but just also men need this, because for our health and anatomy they play like very important role on health and safety. And here also there is another thing that you will get from this exercise, is you will get the nice shape of your booty. So that's what everyone wants. Okay, and lose it. So stand this position here, just back straight, and then just like make an internal and external rotation. Just feel your hips. So here to get the nice shape of your booty, so we need to work correctly, to activate it correctly, and also from both sides. So we have gluteus maximum and medius minimus, so you need to activate both of them, and we have 3 muscles in our glutes. Okay, look good. Just in this deep squat position here, just open, pull here with your knees, and then just get left and right. Okay, and fix. So now we stay like in this position here, and we stay like straight back, and then just we make like circles outsides, small circles with our knees. Keep your hips like fix, just a little bit mobility.
So this will be like, today it will be like body weight workout. So there is an option if you want, if you have like mini band, you can use it a little bit with mini band, but it's like an option, it's not a must. It will be enough just with our body weight. Do the same on the other side. Bike straight and then just open outside. So if you want a little bit longer warm up, so just please check my, I have a playlist when I have many warm up and mobility exercises, functional warm up. You can also do it before starting. I will just mention it on the video at the beginning, and then you can just turn inside. Perfect. So I'm staying in this position here. Just on our feet here, just in this position, and then just drive with your hips. Perhaps in this position you see it better. Then in this position, and then just drive and squeeze your glutes here. So we are just want to activate before starting working out. Just to awaken our glutes. And then just stretch a little bit here. Okay, go up, and then we switch other side. And then just we sit again, and then squeeze up. So this actually, it is an exercise, but as it is easy, so we can use it to like a warm up exercise. Inhale and then exhale. So for us, we will be concentrated today just how to feel your glutes activated. It's really important. This one. Okay. Then so now do a little bit quick warm up to activate our glutes, and a little bit warm up, and now we start with the first block. So as I said, we have like 10 exercises. We have just 2 blocks, 5 exercises, 1 block, 5 exercises, another block. We'll do the same. We'll do this one round, and then make a little bit break, and then we do the second round. So we'll start with the first exercise, and then between, we have like 30 seconds break, so I will explain how the next exercise is coming. The first exercise is like frog bridges. So we put our feet together. So here I choose this one because actually we are activating a little bit our inner tight, the inner tights, and also here we don't, we try to a little bit to ignore a little bit our hamstrings, because if you do like the simple bridging, most of the time that the hamstrings are working, and that's why if the glute is like weak. So always actually people they use it just to activate like the hamstrings, but the glutes are not working. So that's why this here we try to pull here our feet together, and then just squeeze it up, so you will feel more activation of your glutes. Here slice, we can do it also with the mini band, but it's like an option. Okay, so we will start with the first exercise, 1 minute. Just feel it here, squeeze up. You can put your elbow here on the floor, squeeze it, fill it up, exhale up, 2 seconds break, and then slowly down, don't make a break, and then up. So here please try to drive this move just using your glutes. You can also touch your glutes as well, sometimes it's important. If you touch it, you feel it better activated. Okay, start together. So just use the mini band, so you can this one or this one. So it's elastic, this is a little bit stable, but they don't have like a bigger range of motion. So we can choose another one, just put it over your knees. So here, if we use like a mini band, we will activate a little bit our gluteus medius, so it's the lateral muscle, so that's why it has also another advantage, okay? We will start together, 5 exercises, and then make a break, and then the next other 5 exercises, okay? 4, 3, 2, 1, and go. Squeeze it, exhale. So, and here, don't take your feet just far, just a little bit close, so that we will try to minimize the
contribution of our hamstrings. Exhale. And then inhale. Break. And then up. So just try to do like a high quality reps. So with this you will get the nice shape of your booty. Slowly down and then up. Explosive. So here please try to stay in posterior pelvic chi, pelvic tilt. So don't get like in this anterior pelvic tilt here. Just keep it like here straight. Keep your core engaged. And then break. So the next exercise. So here I think I need to make a little break because I need to explain it a little bit. Because there is like small hacks that we undo. So we'll do like one leg bridge. One leg bridge here. It is a little bit tricky because it will be a little bit hard. So if it is, if you can do like one leg bridge, so that's okay. If you cannot, you can just put over one hand, one leg over the other, so it will be a little bit easier. So here, please make sure that your feet are not far from your body. So because if you are not far, we will have more activation of our hamstrings, but we don't want that. So go here, and here also, please, if you are like straight, you will like also have more contribution of your quadriceps and also hamstrings. So we will focus today just in activation of our booty. So we just open a little bit our hips, feet a little bit outside, and then just squeeze it up. We'll do like 1 minute one side and the other minute another side. So it will be a little bit longer. Here is also another important thing. So we want like to focus on the strength and the power of this one side. We want to deactivate the other glute side. So that's why this one will work like 100% better than like working just 80%, because normally the other 20% it will be taken or it will be driven with the other glute parts. So here is like a hack that you can do it. If you have like a tennis ball or something here small, just put it here on your hips. And then just squeeze it. When you squeeze it up, I don't know if you see it. So if you squeeze it up, you will activate your hip flexors. So if we activate our hip flexors, we will deactivate the glute side, the other glute side. This glute side will be deactivated because the hamstrings are active. So if we deactivate the other part of the hamstring, so now if we do like one leg bridge, so this glute part will do the whole work. So that's why you have like maximum tension of this. So you see, if you have like, you can do like with your arm body weight and you can make the exercise a little bit harder. So that's why we will do like some small hugs. Okay, we'll have like 3 second break and then we'll do like 1 minute one side and 1 minute another side. It's not a must, but just if you want to maximize the gain a little bit outside and then just squeeze it and squeeze it here also. Okay, so the 4, 3, 2, 1 and then squeeze. Exhale and then slowly inhale. Exhale and then slowly inhale. Exhale, slowly inhale. Knee a little bit, points a little bit outside, and inhale, then exhale, activate always your hamstrings on this side, inhale, okay, come on, half time, oh yeah, I feel it. So here make sure also to be just to pull on your feet, so not just on your heels, and then break. Wow. Okay, so I'm gonna do the same the other side. As I said, always here, just pull inside, so activate your hip flexors, and then just do like your normal bridging. So I think it's better to take a small tennis ball if you have it, or a fasten. Okay.
Okay, let's start. So pull inside, little bit outwards, and then squeeze it up. Just feel your glutes working. Exhale, break, and then slowly down, inhale. Feel it. And half 12 seconds. Two, one, and break. Okay. So we'll move to the next exercise. Here actually it's like another an option to use a band. It's not a must. You can use just one band just under your knee and the other band just over your knees, and you do like side hops. I think I will just take another band. I think this is a little bit hard. This the problem of these bands, they don't have like a big range of motion. You take the light one, and then just a little explain it. So here we do like this, stay like engage your core back straight, and then we just do like fire hypers outside, and then donkey kicks outside here. So have exhale and then back. We do like 1 minute one side, 1 minute the other side. So here the band, as I said, is like an option. It's not a must to do it. So just an option to get a little bit activation and a little bit strain. Okay? The step straight here. Exhale. You know, here when we go outside, just pull your hips out back downwards. And then here when you go up, just put them always downwards so that you stay like fix. Squeeze it. And then outwards. And concentrate it. Squeeze your glutes. Down. And then out. Down. And then out. Up. So keep here, important to keep your our back straight. All the move is done and driven using our glutes, not our lower back. 4, 2, and 0 to break. Whew. So a little bit stretch. Oh yeah, yeah. So we do the same on the other side. Just from this side, you can just put it under your knees and then just like drive, and important high quality rep and our hips, our pelvis like stable. Okay, 2, 1 and then start. 1. So just think that there is a glass water here on your back. It doesn't move. Just squeeze it. Oh yeah. Oh yeah. Come on, squeeze up, exhale. 2 seconds break and then inhale down. You can do it explosive up and then break. 2 and break. Oh wow, wow, wow. Okay, so the first block is done. A little bit break and drink a little bit water, and then we'll move like the other part.
The same as we have 5 exercises. So really these exercises, if you do them, you get like 2 benefits. That's why we train smart. The first benefit is that for your health, you will get rid of knee pain, hip pain, and back pain. And the second one is that you will feel more comfortable because you will have a nice shape of your glutes. And also it will help you like when you doing squats and doing like heavy weight or like deadlifts or stuff like that. So you will feel like stability and you will do it perfect. Because on squat, most of people, if they have like weak glutes and weak core, they make this butt wing. They go with one side and then they activate the glutes like late. And here, if you feel your glutes, if you can, you get the activation of your glutes, so you will do like perfect one, perfect squats, and also with like a heavy weight. Okay, now we move to the second block. The first exercise, we do like a side straight like fires here, like fire hypers. We bring just our legs just sidewards, and then just we do like we bring them up and then like some small pulses. We do this like 30 seconds and then 30 seconds on the other side. So please here, just keep your, we don't move like this, no. This exercise, just squeeze your glutes, your core, and then just feel it, okay? Ready? 4, 3, 2, 1, and then start. Squeeze it here. Up. And small pulses. Why? Try to drive it with your glutes. Only 10 seconds. We do the same on the other side. All right, come on. Just keep your feet like straight. All right, 8, 6, 4, 2, 1. Hey. So now we move to the next exercise. We do like side plank climbs. So we do just this position. So we do like two things. So we go, you use a band here, but it's not a must. So if you don't have a band, it's not a problem. We go up and then open, down, up, and then open the same time, okay? 30 seconds one side, 30 seconds the other side. Keep your elbow under your shoulders. Okay, 4, 3, 2, 1. Up, open, exhale, and then down, inhale. Squeeze your glutes, you can touch them, feel them. Squeeze. This really firing our glutes. Inhale. Oh my god. Oh yeah, I feel it. So here's the nice thing, you feel also your gluteus medius. Next, change other side. Squeeze up. Okay, perfect. So we do it. So the other exercise is a little bit tricky. So I will show you like there's 2 options that you can do. The first option is like doing like here on the floor, just do flat here, just pull like frog hypers. Yeah, so just here we bring our feet together and then just we will try to drive
our knees up. We first engage your core, engage your glutes, and then just go up. Engage, and then go up. Here you see, if you do it on the floor, you have like a little bit restricted like range of motion, but that's actually enough. But if you want to do it a little bit with more range of motion, I just recommend to do it like in a bank. I just put a little bit here to show you a little bit. So I have a bank here. You can do it like in a bank. It will be a little bit better, and you will have like more range of motion. So this, what they say, they are like just options that you can do. Just bring your hips here on the bank, then put your feet together, and then drive it up. Yeah, inhale, and then drive it up. You can use the band mitt, the mini band mitt. That's an option to always activating like your gluteus medius, but it's not a must. Here also there is an option. You can put some little bit weight here on your feet, and then just the same. So you do. You will have like a heavy weighted one. Inhale, and then exhale. So this you will really get first activation, perfect activation of your glutes, and second, for people they have like back pain, I just advise to do this exercise every day. If you do it every day, you will never get like back pain. Okay? I will just try to do the little bit the advanced option, but you can do it also on the floor without anything. So just easy. Okay? So they have like 20 seconds break. So just I want to explain so that you can do it correctly. That's why the video will be like, I hope to think 35 minutes or so on, but that's not a problem. This information that really am helpful. That's why I try to get a little bit time. So I have like 4 kilos here to get like 1 minute. Okay, and then squeeze up. So first, please always squeeze your glutes and then drive them up. Inhale, just here pull the weight together. Exhale, inhale, and then exhale. Ali, come on. Oh yeah, 9 seconds. Oh, I feel it. And then break. Oh yeah. Okay. The next exercise. So we move like, we'll train a little bit our side muscle again. So do side plank. And then just try to move our upper leg just forward and then backwards. Here, tap, don't drop it like this, get it controlled. So we do 30 seconds one side, 30 seconds other side. You can also stay like this, and then just try here to feel the activated, the activation of your glutes, and also here the activation of our side glutes muscle to keep up like straight. You can use with the band, it's not a must. Is an option. Oh. And change the other side. Oops. Do the same. Yeah, up. Well, that's not easy. So here we have also core muscle working. Well, I feel it. So we have most of people, we have like gluteus medius is very weak muscle. And break. Whew. So now we still have like the last exercise. Oh yeah. A small break. And then I will move like
to our last exercise, we do like a hip rotation. So this is the band, you don't even need it. So stay in this position, one leg straight, and then we do like a rotation here with our hips. So I think without the band you can see it better. We do 30 seconds one side, 30 seconds other side. So here up, and then just squeeze it, and then make rotation. Squeeze it, and then rotation. So this should be driven with your glutes. Squeeze, feel your glutes when you rotate. This external rotation of your hips is driven also using your glutes. Squeeze it up. Oh yeah, yeah. Well, the other side. So it's also this exercise that also for hip, for our hip strength are also important. Inhale and then rotate, exhale. Okay, wow, ich schwitze schon. Okay, meine Lieben, ich habe den ersten Block auf Englisch gemacht. Also heute, ich habe gesagt, dass wir haben heute 10 Übungen. Wir haben 2 Blöcke, erste Block 5 Übungen, zweiter Block 5 Übungen. Wir machen das nochmal. Wir haben schon eine Runde gemacht. Jetzt zweite Runde. Hier ist unser Ziel hier, unsere Gesäßmuskulatur zu trainieren, zu aktivieren, zu fühlen, damit wir es keine Rückenschmerzen, keine Beckenschmerzen, keine Knieschmerzen bekommen. Und zweitens, damit wir auch Übungen mit wie Kniebeuge, Kreuzheben mit Gewichten einfach richtig ausführen, ohne Gefahr auf unseren Rücken. Deswegen ist es nur vorteilhaft, die Gesäßmuskulatur zu trainieren. Und deswegen versuchen wir heute mehr uns zu konzentrieren auf Gesäßmuskulaturaktivierung. Wir fangen an, der erste Übung, im ersten Block. Also wir haben, hier ist eine Option, das mit Minibänder, wenn ihr Minibänder habt, das könnt ihr auch machen. Wir machen diese Frog Bridge, also bringen unsere Füße zusammen. Also wir versuchen einfach weniger Beinbeuger zu aktivieren und hier mehr ein bisschen unsere seitliche Gesäßmuskulatur auch zu aktivieren. Deswegen einfach schön drücken, Füße zusammendrücken. Und dann einfach schön nach oben. Exhale, also ausatmen. Hier ist wichtig, bitte. Wir kommen nicht auf Holzkreuzposition. Wir versuchen immer unsere Rumpf- und Gesäßmuskulatur aktiviert, damit wir sind immer in diese richtige Position. Damit nur unsere Gesäßmuskulatur macht diese Übung. Okay? Fangen zusammen an. 4, 3, 2, 1 und los geht's. Zusammen. Genau, ihr könnt auch Gewichte hier machen. Das ist eine Option. Knie immer nach außen drücken. Hoch ausatmen. Anspannen. 2 Sekunden halten und zurück langsam nach unten. So, Füße ein bisschen nicht viel nach vorne. Wenn viel nach vorne, dann fangen wir an, ein bisschen unsere Beinbeuger zurückrotieren. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur Gesäßmuskulatur trainieren. Alle 15 Sekunden noch, ausatmen und zurück. Das spürt, ihr könnt eure Gesäßmuskulatur anfassen. Das hilft auch, um diese Aktivierung zu spüren. Also eine kurze Pause. Wir wechseln die nächste Übung. Also die nächste Übung, wir machen einbeinige Hip Thrust, also Becken einfach nach oben bringen. Machen einbeinig. Von Leuten, die schaffen nicht einbeinig, die können am Bein auf der andere einschlagen. Der geht ein bisschen leichter hier. Ist ein bisschen Trick, damit wir weniger Beinbeuger aktivieren, weil viele Leute, wenn die diese Übung machen, die spüren mehr sogar Krampf um Beinbeuger.
Und weil hier, da zeigt, dass unsere Gesäßmuskulatur ist schwach, deswegen beim Burger macht alles. Das wollen wir nicht, wir versuchen das zu vermeiden. Deswegen, um das ein bisschen zu, diese Beinbeuge zu desaktivieren oder weniger zurückrütteln, versuchen wir unsere Knie ein bisschen nach außen, unsere Füße auch ein bisschen nach außen. Genau, und hier auch unsere Fuß nicht viel nach vorne. Wir versuchen ein bisschen enger zu bleiben, damit wir mehr Gesäßmuskulatur. Es gibt eine wichtige Sache hier, wenn wir machen einbeinig, diese Seite, andere Seite vom Gesäßmuskulatur, nicht das hier, der andere, die arbeitet auch. Die nimmt zum Beispiel 20% vom Gewicht. Deswegen, wir wollen das auch ein bisschen zu minimieren. Deswegen, es gibt einen kleinen Hack, den kann man machen. Wenn wir einen Tennisball oder irgendwas hier, einfach hier am Hüfte hier direkt, einfach hier dran drücken. Wenn wir dran drücken, wir aktivieren unsere Hüftbeuger. Und wenn wir unsere Hüftbeuger aktivieren, dann diese gegenseitige Gesäßmuskulatur wird desaktiviert. Das ist automatisch, sind Antagonisten, deswegen, wenn wir aktivieren haben, ist der andere wird desaktiviert, wie Bizeps und Triceps. Wenn wir das machen, dann desaktivieren wir diese seitliche Gesäßmuskulatur, diese Gesäßmuskulatur von rechter Seite. Deswegen, diese Gesäßmuskulatur muss diese Arbeit 100% allein machen. Ist ein bisschen Trick, da kann man machen, muss aber nicht. Das ist unser Ziel heute, wir maximieren diese Aktivierung von Gesäßmuskulatur. Okay, wir machen eine Minute eine Seite, eine Minute andere Seite. Das wird ein bisschen lang. Es wird heftig, aber bitte einfach schön genießen und spüren, okay? Hier drücken. Los geht's. Ausatmen, spüren und wieder zurück. Da kriegt man richtig schöne Shape. Auch diese Form vom Gesäßmuskulatur wird besser, wird rund. Und das, was jeder will. Aber bitte, das ist auch nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Die müssen das richtig machen. Gesäßmuskulatur ist ein ganz, ganz wichtiger Muskel wie unser Rumpfmuskel. Langsam zurück und hoch. Kann man ein bisschen explosiver machen. Und ein bisschen bleiben oben. Okay? Oh, ja, 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 ich spüre es schon. Kurze Pause, oh je. Okay. Also das 100% zu trennen, Beinbeuger und Gesäßmuskulatur, sehr schwierig, aber wir versuchen, dass das Maximum vom Gesäßmuskulatur zu kommen. Alle 15 Sekunden, kurze Pause. Und dann macht das gleiche andere Seite. Immer ein bisschen Knie nach außen und Fuß ein bisschen auch zeigt nach außen. Ein bisschen weiter, Schulterbreiter standen, dann haben wir ein bisschen mehr Aktivierung. Okay, los geht's. Jetzt Ellbogen hier am Boden. Ausatmen. Also das sind richtig die beste Gesäßmuskulaturübung, die man machen kann, um schöne Form, starke Gesäßmuskulatur zu kriegen und immer schön gesund trainieren. Oh, je, je. Alle 8 Sekunden noch. Und kurze Pause. Okay. Jetzt, wir wechseln andere Übung. Wir versuchen zwei Übungen in eins zu machen. Also, das ist ein bisschen tricky. Also mit dem Band, wie gesagt, das ist nur eine Option. Also, wir drücken auf eine Seite hier am Knie. Und dem Knie. Wir versuchen hier nach außen zu kommen. Ausatmen. Und dann wieder eine Eselkicks oder Denkelkicks. Bitte hier immer bei jeder Bewegung unsere Becken immer zum Boden drücken. Also Becken bleibt stabil. Rumpf anspannen. X ausatmen. Langsam zurück. Und dann hoch. Hier unser Rücken bleibt neutral. Es muss alles aus unserer Gesäßmuskulatur durchgeführt werden.
Genau, versucht immer Becken zum Boden zu drücken, damit wir zwingen unsere Gesäßmuskulatur zu arbeiten. Kommt explosiver hoch. Und jetzt zurück. Wir machen eine Seite eine Minute. Und die andere Seite auch. Und 10 Seconds. 10 Sekunden noch. Alle, kurze Pause. Machen das gleiche andere Seite. Mach ein bisschen drauf drücken. Eine Seite. Dann hier. Ihr könnt auch normale Bänder da nehmen. Das geht auch. Ein bisschen, die sind rutschig. Aber da kriegt man schon hin. Das ist nur eine Option. Okay. Ein bisschen stretchen. Immer bitte Becken hier am Boden drücken, okay? Denkt immer, es gibt ein Glas Wasser am Rücken, kaltes Wasser, dann müsst ihr da weh bleiben. Also hier mit diesem Band habe ich ein bisschen weniger Range of Motion. Aber die sind fest ein bisschen, die sind nicht so rutschig. Wir haben auch Rumpfstabilität hier. Also spürt bitte jedes Mal eure Gesäßmuskulatur. Das sind drei Muskeln. Wir versuchen die alle zu trainieren. Zwei. Eins und kurze Pause. Gar nicht einfach. Schwitzt man schon. Also kurze Pause jetzt. Wir wechseln zum nächsten Block. Erster Block ist fertig. Kurze Pause. Dann machen wir noch 5 Übungen. Okay, was trinken. Also das reicht, wenn ihr macht nur eine Runde. Ihr müsst nicht 2 Runden machen. Aber wenn man macht, da versuchen wir ein bisschen richtig zu machen. Letzte Woche habe ich auch ein Rumpftraining. Das gleiche 10 Übungen. Das ist das gleiche Prinzip, da kann man ein bisschen, wenn man nur Lust hat auf Bauchtraining, da kann man auch nur das machen. Natürlich, andere Muskeln sind immer dabei, Schulter und so weiter. Deswegen kann man nicht Muskel immer trennen. Okay. Okay, so now, jetzt die erste Übung. Wir machen 30 Sekunden die eine Seite, 30 Sekunden die andere Seite. Hier brauchen wir auch Gamband. Versuchen auf diese Position zu kommen, Beine hier seitlich bringen, durchgestreckt und wir versuchen nur nach oben hier zu kommen. Wir trainieren richtig schön diese seitliche Gesäßmuskulatur und das bringt mehr Form auf Gesäßmuskulatur. Hier wichtig auch bitte Bauch angespannt halten und Gesäß auch, spürt diese Bewegung werden von unserer Gesäßmuskulatur kontrolliert. Also das bedeutet, unsere Becken bleibt stabil, es ist nur unsere Gesäß, die arbeitet. 30 Sekunden eine Seite. 30 Sekunden, andere Seite, kleine Pulse, alle. Ready, 4, 3, 2, 1, und los. Heben. Auch immer schön ausatmen. Dann einatmen. Kopf bleibt immer verlängert, so Wirbelsäule. Oh yeah. Unsere Füße einfach gerade halten. Eine 4, 4, 3, 2, 1. Wechseln wir andere Seite. Das ist gleich. Rücken gerade. Gesäß anspannen und einfach schön. Beine heben seitlich. Pause. Okay, jetzt für die nächste Übung. Ich habe die Übung ein bisschen vertauscht. Genau, jetzt wir versuchen seitliche
plank mit Klemms. Okay. Also diese Übung ist richtig super. Ich werde auch spüren. Also super mit dem Band zu haben, muss aber nicht. Also wenn ihr habt ein Mini-Band oder ein Terra-Band, da kann man ein bisschen Knoten machen und dann so verwenden, weil das ist richtig super Übung. Wir trainieren fast die ganze Gesäßmuskulatur. Also die seitliche auch. Wir kommen auf seitliche Lage. Hier unsere Becken hier am Boden. Knie hier so locker. Wir gehen hoch und dann gleichzeitig öffnen wir unsere Knie. Also wir spannen unsere Gesäßmuskulatur. Hier beiden Seiten. Unten und oben da arbeiten. 30 Sekunden. Schön hier squeeze oben. Puh. Ihr könnt anfassen und spüren. Und dann wieder zurück. Einatmen. Puh. Öffnen. Puh. Genau. 30 Sekunden eine Seite. 30 Sekunden die andere Seite. Eigentlich mit dieser Übung wäre super, eine Minute pro Seite zu machen. Das habe ich nicht. Okay. Also diese Übung, wenn ihr schaut, andere Workouts, ich habe ab und zu so ähnliche Übungen gemacht. Aber heute habe ich die ein bisschen zusammengefasst und ein bisschen besser auf Gesäßmuskulatur konzentriert. Okay, 4, 3, 2, 1. Hoch. Squeeze. Hoch. Squeeze. Einatmen. Ellbogen unter Schulter und Schulter weg vom Ohr. Oh yes, good. Empfehle. Also das ist wichtig, das spürt diese Muskeln. Wenn ihr spürt, dann habt ihr diese Kraft. Dann könnt ihr mehr Muskelfaser aktivieren. Und das tut echt gut. Oh yeah. Alle wechseln wir andere Seite. Alle 10 Sekunden. Oh, yeah, yeah, wow, ich brennt mein Popo. 4, 2, oh, da ist er. Okay, super jetzt. Jetzt haben wir eine ganz wichtige Übung noch. Also die Übungen sind alle wichtig, aber das hier gerade ist sehr extrem wichtig, auch für Leute, die Rückenschmerzen haben. Wenn ihr diese Übung jeden Tag macht, ihr werdet nie Rückenschmerzen bekommen. Das kann ich wirklich garantieren. Und zwar sind zwei Variationen. Kann man direkt am Boden hier unsere Füße zusammendrücken, muss aber nicht. Das ist eine Option auch. Band ist auch eine Option. Wir versuchen hier Gesäß anspannen, Rücken anspannen, also Rumpf und Gesäß anspannen. Wir versuchen nur nach oben zu kommen. Ganz leicht hier. Ihr werdet merken, das ist diese Range of Motion. Das ist ein bisschen, Leute, die haben Hüftbeuger, ist verkürzt die Muskel, deswegen kann man nicht richtig viel hoch. Aber ich will das Muskel zu aktivieren. Anspannen, Gesäß und Rumpf und dann hochkommen und dann wieder zurück. Hoch ausatmen und dann einatmen. Ich würde das, diese Übung aber, falls ihr eine Bank habt, ich würde das lieber auf einer Bank haben, da kriegt ihr ein bisschen mehr Range of Motion, da kriegt ihr ein bisschen bessere Bewegungsablauf. Also ich würde das am Band machen und natürlich kann man, das ist gerne muss, kann man ein bisschen Gewichte auch drauf hier am Fuß zusammendrücken und dann hoch. Also am Band ist also. Hier unsere Becken hier am Band. Also Füße zusammen. Und dann hoch. Ihr merkt, dass ihr könnt ein bisschen mehr kommen. Und hoch. Also wirklich. Also diese Armband würde ich besser empfehlen als am Boden. Und für Leute, die Rückenschmerzen haben, diese Übung ist die Lösung. Versucht das zu machen, ihr werdet merken, es hilft richtig viel. Okay? Oh ja, wir sind gleichwertig. Also wir sind gleichwertig, nicht. Also bald fertig, also nicht, noch nicht lang, also wir haben noch drei Übungen. Und jetzt das hier. Okay. 10 Sekunden, also ich mache mit 4 Kilo Band, mit 4 Kilo Gewichte. Und ich mache mit der Mini-Band. Also das ist auch kein Muss. Das ist nur ein bisschen, um ein bisschen mehr Gewichte zu haben. Aber das reicht auch ohne. Okay, Gesäßmuskulatur anspannen. Und dann hoch. Einatmen, einfach hier vertikal nach oben kommen, das tut echt gut für unseren Rücken. Wenn wir bitte erst Gesäß anspannen und dann hochkommen.
Alles 20 Sekunden noch. Alle 10. Uiuiui, ich schwitze richtig. Ui. Ui, diese Übung ist richtig heftig. Okay, super Leute. Jetzt wechseln wir. Wir haben noch zwei Übungen. Uiuiui. Genau, diese Band ist auch kein. Ihr müsst das auch, könnt auch wegnehmen. Wir kommen seitlich plank. Wir versuchen hier Beine nach vorne und nach hinten. Ist das Ziel, dass wir diese seitliche Gesäßmuskulatur aktivieren und dann hier auch ein bisschen Stabilität bekommen. Versuchen diese Übung auch auf unsere Gesäßmuskulatur zu kriegen. Ui. Alle, eine Seite 30 Sekunden, eine Seite andere 30 Sekunden. So hier, nicht runterkommen, versucht alles unter Kontrolle. Alle, 40, noch 10 Sekunden zum Wechsel. Also hier unsere seitliche Gesäßmuskulatur, die sind die schwache Muskel, die müssen wir verstärken. Die versuchen uns gerade zu halten. Deswegen spürt man schon die untere Seite, das ist normal. Wechsel. Also kann man ein bisschen höher. Oh. Alle 6, 4, nach 2 und ui. Oh, das ist gar nicht easy. Okay, aber sehr effektiv. Okay, wir haben noch letzte Übung. Wir brauchen Kanban. Können wir Vierfüßler standen. Versuchen ein bisschen unsere Hüfte, diese Hüfte ein bisschen zu aktivieren und auch hier unsere Gesäßmuskulatur. Diese Außenrotation, wir kommen gerade, Beine durchgeschreckt und wir machen eine Außenrotation. Und spürt das hier, Gesäß anspannen und die spüren, weil die Gesäßmuskulatur macht diese Außenrotation von unseren Hüften, unsere Becken. Also eine Seite hier, ausatmen, wieder zurück gerade. Hier ist mehr Gesäß und seitliche Gesäßmuskulatur, die machen diese Außenrotation, also wie eine Abduktion. Wird das spüren? Wirklich, da kann man richtig spüren. Oh je. Yeah. Alle andere Seite, das gleiche. Ups. Gerade. Also Beine durchgeschreckt halten. Vier, nach zwei und das letzte und wir haben das geschafft. Super Leute. Eieiei, das ist gar nicht einfach. Also jetzt was trinken bitte. Wir machen ganz kurzes Stretching. Das tut auch uns gut und dann fertig. Danach kann man frühstücken. Okay, wir bleiben auf der Rückenlage. Wir machen kurzes Stretching, am Bein auf der andere einschlagen, mit beiden Händen hinter der Kniekehle ziehen. Wir atmen tief ein und beim Ausatmen versuchen wir langsam zu ziehen. Tief einatmen, langsam ausatmen. Und wechseln wir jetzt andere Seite. Sehr gut. Und lösen. Jetzt wir kommen auf Vierfüßlerstand. Wir bringen unsere Becken nach hinten und dann Arme schön durchstrecken.
und wir kommen direkt auf Cobra Position. Einfach schön hier locker bleiben. Ihr könnt am Ellbogen auch kommen. Ein bisschen von unserer Lendenwirbelsäule, ein bisschen an Entlastung. Sehr gut. Wir bringen jetzt am Bein eingewinkelt nach vorne. Also ein bisschen nach vorne eingewinkelt. Hier wird die Becken parallel zum Boden, also wir sitzen nicht direkt hier. Wir versuchen unsere Becken gerade zu halten. Wir versuchen unsere Arme langsam nach vorne. Wenn ihr das hinkriegt, dann versucht ihr langsam die Sitzmuskulatur zum Boden zu bringen. Wenn es geht, ihr könnt ein bisschen Stretch im hinteren Gesäßmuskulatur spüren. Und dann sehen wir jetzt gleich, machen wir jetzt gleich die andere Seite. Becken gerade, also hier, wir bleiben ein bisschen gerade und einfach schön Arme durchstrecken. Und langsam mit geradem Becken versuchen wir unsere Gesäßmuskulatur zum Boden zu bringen. Sehr gut. Und lösen. Komm. Rückenlage. Hier, wir bringen ein Bein hier nach vorne. Das hintere Bein ein bisschen nach hinten bringen und versuchen wir schön zu stretchen. Hier, wir stretchen ein bisschen unsere seitliche Gesäßmuskulatur. Also Bein nach vorne hier und der andere einfach mit unseren Händen auf unsere Fuß einfach ziehen. Da kann man die Quadrizeps ein bisschen stretchen, aber das haben wir nicht viel aktiviert heute. Aber hier ist mir wichtig, das hier ein bisschen zu ziehen. Und versuchen wir hier zu öffnen. Unsere Schulter versuchen wir beide hier vorne und der Schulter hier am Boden bringen, damit wir ein bisschen unsere Brustwirbelsäule, ein bisschen Rotation, ein bisschen Entlastung, das tut echt gut. Immer tief einatmen beim Ausatmen, ein bisschen dick tiefer ziehen und rotieren. Wir machen jetzt gleich die andere Seite. Einfach schön hier hinten ziehen und dann hier einfach schön am Boden bleiben. Und Schulter am Boden hier schön öffnen. Oh je je. Hier, da kann man drei Sachen gleichzeitig stretchen. Beim Ausatmen einfach ein bisschen tiefer mit diesem Bein. Sehr gut, und lösen. Wir machen das noch letzte eben. Das rettet ein bisschen unsere Peripherie, das habe ich immer gemacht. Das habe ich auch mal erklärt. Das machen wir immer für unsere Gesundheit. Also 90 Grad Beine, 90 Grad Becken hier, 90 Grad Beine hinten, 90 Grad. Aufrecht bleiben, also nicht rund machen, aufrecht bleiben. Bauchnabel Richtung vorderes Knie. Und wir versuchen langsam mit geradem Rücken zum Boden zu kommen. Beim tief einatmen und beim ausatmen. Spüren wir diese hintere Gesäßmuskulatur. Wenn ihr einfach spürt, dranbleiben, ganz tiefer, manchmal ein bisschen beim Ausatmen. Da genießt man ein bisschen. Oh je, yeah, yeah, das tut echt gut. Also Ziel ist nicht nach unten zu kommen, Ziel ist einfach immer gerade zu bleiben. Wenn wir das machen zum Beispiel, dann werden wir nie Beckenschmerzen oder Rückenschmerzen bekommen. Nur diese Übung von heute, 30 Minuten, da braucht man keine Physiotherapie oder irgendwas zu machen. Weil das ist einfach diese Fehler. Wenn wir schwache Gesäßmuskulatur haben, dann kommen Probleme woanders. Das ist leider so. Wir kommen langsam nach oben und wir wechseln andere Seite. Das ist wirklich so. Also wirklich, wenn man das richtig macht, da kriegt man keine Probleme. Braucht man sogar keine Massage. Aufrecht bleiben, Beine 90 Grad, hinter 90 Grad, dann schön gerade kriegen. Wenn man diese Muscle-Mind Connection, diese Verbindung mit dem Muskel kriegt, da braucht man sogar keine Massage, weil man kann auch diese Muskel sogar tiefer in diese Muskelfaser massieren mit dem Hirn. Wenn wir schöne Verbindung mit dem Muskel, deswegen versuchen wir hier ein bisschen smart zu kriegen,
einfach eine tolle Verbindung mit unserem Muskel kriegen, da können wir jederzeit, wenn wir diese Muskel brauchen, schnell aktivieren und schnell reaktiv. Das leider fällt viele Leute, die trainieren nur mit vielen Gewichten, aber die haben keine Kontrolle auf ihre Muskeln. Deswegen, wenn man keine Kontrolle hat, da kommt andere Muskeln machen diese Arbeit, obwohl die dürfen das nicht machen, und dann kommen Schmerzen und Gelenkprobleme. Das ist ganz einfach, das ist nicht Philosophie, das ist nur Anatomie. Oh je, ich spüre hier, aber wichtig, bitte immer aufrecht bleiben. Oh je, und lösen. Sehr gut, Füße zusammendrücken, aufrecht bleiben und einfach schön langsam unsere Knie zum Boden bringen. Eieiei. Ich habe Muskelkater von vorgestern, habe ich Oberkörper trainiert. Deswegen ist es gut, heute das einfach unsere Beinsgesäßmuskulatur zu trainieren. Okay, und lösen. Also, das war's heute. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt einfach dieses Video teilen mit euren Freunden, weil es gefällt euch. Einfach Like machen und versucht bitte einfach dran zu bleiben. Wenn ihr nicht viel Zeit habt, dann könnt ihr zu Hause trainieren mit keinen Gewichten. Einfach mit keinen Geräten, einfach diese machen, 30 Minuten, und dann würde ich schon reichen. Also ich hoffe, es war gut, und bleibt gesund, bleibt fit, und bis nächstes Mal. Ciao!